Ja, Kinners, heute haben wir was Besonderes hier am Tisch. Und zwar habe ich was von Lagavulin, die Jazz-Festival-Abfüllung von 2022. Die schauen wir uns am Intro mal genauer an. Los geht's. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder auf Isla unterwegs, habe für euch einen Lagavulin dabei und zwar keinen ganz gewöhnlichen Lagavulin, sondern eine Special-Abfüllung und zwar den Lagavulin vom Jazz Festival oder Lagavulin Jazz, sagen die meisten, glaube ich, immer 2022. Und da sage ich vielen Dank an Kai aus der Community, der mir die Buddel hat zukommen lassen und mich hier probieren lässt. Ich habe nämlich leider Pech gehabt und habe keine mehr bekommen. Die waren ja ruckzuck weg in den Online-Shops und ja, freue mich sehr darüber. Ich zeige euch mal eben kurz die Buddel. So sieht das Teil aus. Ne? Ist ein 7 Jahre alter Lagavulin und hat, oder ist auch limitiert auf 2490 Flaschen. Hat 59,5%. Ne? 7 Jahre, war mir schon fast klar, der sehr viel Prozent haben muss. Und ist nur in Refill- und Ex-Bourbon-Fässern gereift. Also quasi in Ex-Bourbon-Fässern, wo vorher schon mal Whisky drin war. Und dann haben wir quasi nochmal normale Bourbon. Ich glaube, Hogsheads waren es. Ja. Also, ich glaube, die haben nur Hogsheads genommen, sehe ich gerade. Also, Refill und Ex-Bourbon-Hogsheads. Gut. Also, frische Bourbon-Fässer quasi und schon mal benutzte Bourbon-Fässer. Mit 59,5% ist meine Ansage. Ich habe gar keine Ahnung, wie teuer der war. Da muss ich mal eben kurz... Ich gucke mal eben kurz nach, wie teuer der war. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Der war doch über 200 Euro, meine ich. Ich hoffe, ich weiß es noch. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Aber es ist gut, dass ich ja hier meinen Bildschirm stehen habe. Und dann kann ich hier direkt nachgucken, wie teuer der war. Das ist, also manchmal vergisst man auch Sachen zu recherchieren, ne? So, was habe ich denn hier? Lagavulin Jazz. Ja, das möchte ich. Und dann, ach, man muss hier noch sein Alter eingeben. Das mache ich auch eben. So, der kostet nichts. Steht nichts drauf. Ach, war gar nicht so teuer. Wie komme ich denn auf 200 Euro? Also, Leute, so teuer war das Ding gar nicht. Kostet 110 Euro, also 109,90 Euro. Das geht ja noch einigermaßen klar. Naja, wenn man bedenkt, wie teuer die sonst immer so sind, diese Sonderabfüllung, 110 Euro, ist natürlich für einen sieben Jahre alten Lagavulin schon eine Ansage. Ne? Aber bei den Special Releases sind wir ja, glaube ich, jetzt auch schon bei 150 Euro für den 12 Jahre alten. Der ist ja auch fast Stärke. Ich weiß gar nicht, ob es fast Stärke ist. Steht, glaube ich, gar nicht drauf, oder? Doch, fast Stärke, alles klar. Ja, gut, aber 110 Euro, okay. Muss man vielleicht auch mal überlegen, ob man das ausgeben will. So, ich halte mal die Nase rein, wir gucken mal, was wir so in der Nase haben. Los geht's, Kinders. Ich muss mal eben noch mal an der Flasche riechen. Ich fand das... Wenn man an der Flasche riecht, finde ich... Wenn ihr schon mal auf Mittelaltermärkte geht oder ihr geht, keine Ahnung, auf irgendwelche komischen Stadtfeste oder sowas... Und ich glaube mittlerweile auch auf vielen Jahrmärkten und auf der Kirmes zu finden, gibt es diese Flammlachsbuden. Und ich finde, das riecht so ein bisschen wie dieses Feuer, was die da aufgebaut haben, wo die den Flammlachs drüber garen. So ein bisschen in die Richtung geht das, wenn du die Flasche aufhast. Wenn ich am Glas rieche, habe ich diese Räucherlachsnote nicht. Also nicht Räucherlachs, Flammlachsnote. Das ist ja offenes Feuer und... Wenn man das mal gegessen hat, dann hast du so einen gewissen Geschmack im Mund und dann wisst ihr, was ich meine. Und dabei hat der so eine krasse süße Note. Der ist super vanillig und super fruchtig. Der hat so was Pfirsichartiges, bisschen Aprikose. Aber dann kommt wieder der Flammlachs durch. Also es ist so ein bisschen wie, wenn ich mir vorstelle, ich esse diesen Flammlachs. Und packt da irgendwie so einen Aprikosen-Pfirsich-Kompott oder sowas drauf. Vielleicht auch so ein Chutney oder sowas. Das gibt's ja, ne? Also in die Richtung, finde ich, geht das. Ich muss ganz ehrlich sagen, für 59,5% ist der super angenehm in der Nase. Schiebt gar nichts, sehr sanft. Also ist ein gemütlicher Eiler, würde ich sagen.
ich kenne halt Lagavulin auch noch ein bisschen dreckiger sonst und ein bisschen krasser mit Rauch. Ich finde, der Rauch hier ist sehr dezent. Also es ist jetzt nicht so, auf dem Handrücken ist der schon krass. Auf dem Handrücken kriege ich richtig schön Lagerfeuer, aber im Glas ist das eher so, ich stehe weit weg von der Flammlachsbude. Mit Aprikosen. So ein bisschen Sahnekaramell habe ich auch noch. Also ich finde, der macht schon sehr viel richtig in der Nase. Also mir gefällt der. Weil es ist eher so ein untypischer Lagavulin, ne? Also ich würde sagen, wenn du den in der Blindverkostung drin hast, würde blind jetzt erstmal keiner auf den Lagavulin tippen. Weil irgendwie ist der nicht so typisch. Naja, wir probieren jetzt einfach mal. Slanja Kinners. Super spannendes Teil. Krass. Also, ich habe was ganz Ungewöhnliches. Habe ich selten im Whisky, aber ich kriege Kiwi. Ich habe richtig krasses Kiwi-Aroma. Grüne Kiwi. Noch ein bisschen fester ist die Kiwi. Weißt du, also, du kannst die Kiwi ja ganz weich haben, aber die ist noch so ein bisschen fester. So ganz weich, wenn du noch schön mit dem Löffel schon reingehen kannst. Wenn die noch so fest ist, wo du die besser in Scheiben schneidest und dann isst. Diesen Kiwi-Moment, krass. Also, ja, du merkst den Rauch und du merkst auch, dass es ein Lagavulin ist. Den würdest du, beim Geschmack packst du den wieder zu Lagavulin. Ne? Würde ich auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber dann kriegt der kriegt erst so eine Apfelbirnennote. Dann kriege ich so ein bisschen Limette und dann schwenkt es einfach um in Kiwi. Und dieser Kiwi-Geschmack, der bleibt sogar im Abgang. Also du hast die ganze Zeit Rauch, durchgehend der Rauch bleibt die ganze Zeit voll dabei. Und dann kriege ich am Ende Kiwi. Und der Kiwi-Moment breitet sich immer mehr im Mundraum aus und der wird auch alles trocken. Also hier rundherum, es wird alles trocken gerade. Aber es ist krass. Das finde ich richtig krass. Also so Kiwi habe ich echt noch nie im Whisky gehabt. Also ich überlege gerade, ob ich schon mal Kiwi hatte. Ich meine nicht. Wenn er jetzt dran riecht, riecht er wie Arztpraxis. Ne? Wie beim Doc, Desinfektionsmittel. Probier mal einen Schluck. Alles krass. Ich habe da total Kiwi, Leute. Krasses Ding, echt. Also ich finde ihn super lecker. Der Alkohol ist auf jeden Fall präsent. Der schiebt ein bisschen. Der hat so einen ganz leichten Chili-Catch-Talisker-Moment. Aber ansonsten ist der schon, also ich finde die Alkoholstärke mit fast 60% passt gut zum Whisky. Muss man einfach sagen. Also man kann ihn echt gut trinken, trotz der fast 60%. Und ich finde, der Alkohol ist echt gut eingebunden, auch wenn er ein bisschen schiebt, ein bisschen Gas gibt, wenn du diese leichte Chili-Note hast. Aber alles in allem ist das ein toller Whisky, der wirklich Spaß macht, den auch zu trinken. Ne? Also, wenn ihr eine Buddel habt, ihr könnt echt froh sein. Das ist ein, ich finde, ein sehr außergewöhnlicher Lagavulin. Also wirklich ein außergewöhnlicher Lagavulin. Ich kann mich nicht erinnern, so einen Lagavulin schon mal getrunken zu haben. Echt ein tolles Ding. Ja, da kann man nicht viel meckern. Ne? Also von mir kriegt der 4 bis 5 Daumen hoch. Passt für mich erstmal. Also find echt okay und kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ne? Also wenn ihr den zu Hause habt und ihr überlegt, ob ihr den aufmachen sollt, also macht den auf. Das ist ein echt leckeres Zeug.
Ja, ich weiß, viele sammeln das Zeug auch, aber ich finde, den kann man auf jeden Fall ohne Bedenken aufmachen und einfach mal trinken. Der ist richtig geil. Leckeres Teil. Wenn ihr den schon selber probiert habt, schreibt mir gerne euer Feedback in die Kommentare. Würde mich sehr über Feedback von euch freuen. Ansonsten folgt mir gerne bei Facebook, bei Instagram, kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe und wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinen Kanal supporten bei Patreon, bei Ko-fi oder direkt hier unten drunter über YouTube direkt Kanalmitglied werden anklicken und schon seid ihr dabei. Ja, und jetzt würde ich sagen, wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.